Frauenfeindlichkeit, Homophobie, gefährliche Nähe zu Holocaust-Leugnern. Das waren nur drei Vorwürfe, die erhoben wurden gegen den Papst, als er hier in Erfurt zu Gast war. Wurden diese Vorwürfe zahlreich hier auf die Straße getragen und auch in Veranstaltungen behandelt. Damals ruhte ja, so glaubten es zumindest die Stadtoberen, das Auge der Welt auf Erfurt. Kaum weniger problematisch sind Positionen, die von evangelikaler Seite vertreten werden, und die wollen nun auch nach Erfurt kommen, nämlich zwischen Weihnachten und Silvester. Vom 28.12. bis zum 2. Januar 2002 soll in Erfurt der zweite Missionet-Kongress stattfinden. Transforming Our World, so lautet der Titel. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich einen Journalisten jetzt am Telefon habe, nämlich Jörg Kronauer, der sich seit vielen Jahren mit Evangelikalen beschäftigt. Guten Morgen, Herr Kronauer. Guten Morgen. Die katholische Kirche ist ja streng hierarchisch organisiert. Das ist ja auch eines der Kritikpunkte an ihr. Oben steht der Papst und dann setzt sich das nach unten fort. Anders sieht es jetzt ja auf der sozusagen Gegenseite aus, nämlich bei den evangelischen Kirchen. Wie sind die denn überhaupt strukturiert? Die evangelischen Kirchen sind erstmal dadurch strukturiert, dass sie diese Hierarchien nicht haben. In Deutschland sind sie in den Landeskirchen organisiert, und bei den Evangelikalen ist es, um dann direkt auf die zu kommen, bei den Evangelikalen ist es so, dass die sich erstmal auszeichnen, nicht durch eine bestimmte Struktur, sondern durch einen bestimmten Glaubensansatz. Sie haben also einen Kern ihres Glaubens, den man theologisch fassen kann, wenn man so will. Das ist praktisch das, was sie ausmacht. Und auf dieser Basis sind sie dann entweder, das ist unterschiedlich, entweder in den evangelischen Landeskirchen mit drin, arbeiten in den Kirchen, oder sie sind außerhalb der Kirchen tätig und gründen Freikirchen. Da gibt es beide Ansätze. Das heißt, es ist gar keine, man kann sagen, eigene Organisation, sondern eher eine Strömung, ein Ansatz, der sich in unterschiedlichen evangelischen Kirchen wiederfindet, kann man das so sagen? Genau, exakt. Also es ist eine eigene Strömung, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts auszuprägen begonnen hat, basierend auf zum Teil älteren Wurzeln, und sie ist halt heute eben recht verstreut. Also der Ansatz, der Kernansatz ist, dass die Evangelikalen sagen, sie nehmen die Bibel tatsächlich wörtlich. Das ist der Grund dafür, dass sie auch gerne als zum Beispiel bibeltreu bezeichnet werden. Und bei diesem wörtlich nehmen gibt es auch zwei unterschiedliche Ansätze. Also eine Strömung sagt, die Bibel muss man wörtlich nehmen in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung, also in allen Glaubens- und ethischen Fragen. Und eine andere Strömung, die sagt dann, man muss die Bibel auch wörtlich nehmen in Fragen der Geschichte und der Naturwissenschaften. Das wäre die Strömung, die korrekt als fundamentalistisch bezeichnet wird. Jetzt ist es ja eigentlich ein Verdienst, kann man sagen, der auch wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Bibel, sie gerade nicht wörtlich zu nehmen. Dennoch gibt es diese Strömung, Sie haben es eingangs eben gerade erwähnt. Dann ist ja immer auch mal wieder von sogenannten Kreationisten die Rede, die Bibel eben auch wörtlich nehmen. Welche Position haben die denn? Das wäre ein Teil praktisch auch der evangelikalen Bewegung, und zwar diejenigen, die Bibel eben in sämtlichen Fragen wörtlich nehmen, auch in den Fragen der Geschichte und der Naturwissenschaften. Und die kommen dann natürlich zu dem Schluss, dass es alles schon so seine Richtigkeit habe mit den 7 Tagen, in denen die Welt geschaffen worden sei. Nun könnte man in einer aufgeklärten Welt das Ganze ja belächeln und sagen, naja, sollen doch so ein paar Leute das glauben. Ganz so einfach ist es aber nicht, weil es gibt ja auch Politikerinnen und Politiker, die diese Position durchaus vertreten und versuchen, sowas zum Beispiel in Schulbüchern zu verankern. Welchen Einfluss haben denn zum Beispiel Kreationisten auf deutsche Schul- oder Bildungspolitik? Also man muss zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, dass die Kreationisten in Deutschland sicher nicht noch nicht die Stärke haben, wie sie beispielsweise in den Vereinigten Staaten haben. Dort sind sie deutlich stärker, das muss man ganz klar sagen. Entsprechend sind tatsächlich auch die Vereinigten Staaten für viele Evangelikale, auch für Kreationisten, eher ein Vorbild, beziehungsweise, um genauer zu sein, die evangelikale Bewegung in den Vereinigten Staaten. Allerdings ist es tatsächlich so, dass der Einfluss inzwischen zunimmt. Ich würde jetzt noch nicht so weit gehen und sagen, dass die Kreationisten tatsächlich einen Einfluss auf die Ministerialbürokratien haben, aber sie versuchen Einfluss zu nehmen, man kann es immer wieder sehen. Und was den Schulbereich anbelangt, ist es vor allem so, dass sie neben den Versuchen, auch in Schulbüchern unterzukommen, vor allem ihre eigenen Schulen gründen. Eben evangelikale Schulen, kreationistische Schulen teilweise, in denen dann tatsächlich eben auch die kreationistische Lehre verbreitet wird. Nun gibt es den Kongress vom 28. Dezember bis zum 2. Januar hier in Erfurt. Ich habe schon gerade gesagt, der Titel lautet ja Transforming Our World. Das ist ja doch ein relativ großer Anspruch. Wie würde denn die Welt aussehen, wenn er nach der Vorstellung der evangelikalen Veranstalterinnen und Veranstalter transformiert worden wäre? Naja, es gäbe da einige große Unterschiede. Also ein ganz wichtiger Unterschied würde sicherlich das Geschlechterverhältnis betreffen. Also die Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte
Beispielsweise im Bereich Gleichstellung von Frauen, nicht Gleichberechtigung, sondern eben Gleichstellung von Frauen. Das ist was, was die Evangelikalen sicherlich zurückzudrehen versuchen würden. Also die haben nach wie vor ein Geschlechtermodell, sie vertreten ein Geschlechtermodell, das sehr stark an doch einer grundsätzlichen Bipolarität des Geschlechtermodells und einer bestimmten antiquierten Frauenrolle orientiert ist. Das ist die eine Sache. Und es ist natürlich auch so, dass die Evangelikalen ein stark homophobes Geschlechtermodell vertreten. Also Homosexualität ist etwas, was sie durchaus ablehnen in eigentlich allen ihren Strömungen. Das wären zwei wichtige Punkte. Sicherlich käme noch ein größerer Konservatismus auch allgemeiner Art hinzu. Das steht außer Frage. Wenn man sich die Seite anguckt, kann man sehen, Missionet ist der Veranstalter. Man weiß noch nicht genau, was da jetzt eigentlich so passieren soll. Was sind das denn für Leute, die diesen Kongress organisieren? Sagen wir mal so, ich würde den Kongress insgesamt einordnen, praktisch in die breite Strömung der Evangelikalen, ein recht breiter Ansatz innerhalb dieser Strömung. Man kommt ein bisschen weiter oder andersrum, wenn man sich die Organisationen anschaut, die konkret da vertreten sind, auch konkret dahinter stecken. Ich möchte ein paar Mal herausgreifen, um vielleicht deutlich zu machen, was sich alles dahinter verbergen kann. Es geht dabei zum einen neben dieser allgemeinen homophoben und gegen eine Gleichstellung der Geschlechter ausgerichteten Orientierung, geht es noch um beispielsweise eine sehr aggressive Mission. Vielleicht ein kleines Beispiel, es ist auch vertreten bei dem Kongress die Bibelschule Brake, die ist indirekt vor einiger Zeit in einer sehr traurigen Weise bekannt geworden. Die Bibelschule Brake sendet Missionare und Missionarinnen aus und zwar auch in Länder, in denen die Mission verboten ist. Nun führt das immer wieder zu tragischen Konflikten, beispielsweise ist ja vor einiger Zeit im Jemen Missionarinnen umgebracht worden, eine barbarische Tat. Nun sind die da gewesen, weil sie eben missioniert haben. Und das zeigt schon so ein bisschen an, wie aggressiv die Mission eben bei den zumindest vielen Evangelikalen gehandhabt wird. Das ist eine Mission, wie sie von den offiziellen Landeskirchen so überhaupt nicht mehr durchgeführt und sogar dezidiert abgelehnt wird. Es gibt beispielsweise auch eine Organisation, die nennt sich Deutsche Indianer Pioniermission, die auf dem Kongress vertreten ist. Das ist eine Organisation, die in Brasilien etwa unter der indigenen Bevölkerung missioniert. Auch eine sehr, sehr umstrittene Sache, die so von den offiziellen Kirchen überhaupt nicht mehr gehandhabt wird. Oder eben unter Berücksichtigung der Tatsache, was die christlichen Kirchen insgesamt ja im Laufe des Kolonialismus bei der Mission auch eben begangen haben. Jetzt trägt Missionet die Mission ja schon im eigenen Namen drin. Missioniert werden soll jetzt nicht nur in der sogenannten Dritten Welt oder außerhalb Deutschlands, sondern auch Ostdeutschland ist ja ein Land, in dem sehr viele Menschen eben keinen Glauben haben und dezidiert keiner Kirche angehören. Ist es denn ein Zufall, dass diese Veranstaltung gerade hier in Erfurt stattfindet? Es hat sicherlich, denke ich, einen Symbolwert, gerade übrigens auch in Abgrenzung gegenüber dem Katholizismus, dass ganz sicherlich... aber natürlich hat Erfurt als einen Ort, der für den Protestantismus eine große Rolle spielt, in der Geschichte eben durchaus eben einen Symbolwert. Vielleicht muss man übrigens bei der Mission noch dazu sagen, es gibt beispielsweise auch eine Organisation, die da mit vertreten ist, die nennt sich Juden für Jesus. Das ist eine Organisation, die doch eine offensive Mission im Judentum betreibt und das ist was, was eigentlich in der evangelischen Kirche seit 1945 überhaupt nicht mehr getan wird. Eine offensive Mission im Judentum aus eben den bekannten historischen Gründen. Herr Grodau, Sie haben am Anfang gesagt, Evangelikale findet man nicht in einer eigenen Organisation, sondern die gibt es sozusagen breit gestreut, auch in den Landeskirchen. Wie verhalten sich denn jetzt die Landeskirchen zu diesem Kongress? Man kann allgemein sagen, das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass die Landeskirchen auf der einen Seite zwar durchaus einen teilweise kritisches Verhältnis gegenüber der evangelikalen Bewegung haben. Das liegt schlicht und einfach daran, dass die Landeskirchen schon darauf angewiesen sind, recht breit zu operieren, während die Evangelikalen eine sehr dezidierte Politik betreiben, eine sehr dezidierte Strömung eben sind, was durchaus immer wieder zu Konflikten führen kann. Nicht in allen Landeskirchen, beispielsweise, sagen wir mal, in der württembergischen Landeskirche, wo Vorläufer dieser evangelikalen Bewegung schon lange verankert sind, der Pietismus etwa. Solche Landeskirchen stehen den Evangelikalen ohnehin recht offen und positiv gegenüber. Es ist in den vergangenen Jahren allgemein zu beobachten, dass eine kritische Haltung gegenüber den Evangelikalen schwindet. Das liegt daran, dass der kritische
Gefüge innerhalb des deutschen Protestantismus insgesamt schwächer wird. Auf der einen Seite bedingt durch die allgemeine Entwicklung, auf der anderen Seite natürlich auch bedingt dadurch, dass die Kirchen insgesamt an Mitgliedern verlieren. Insofern würde ich sagen, dass es immer wieder oder dass ich generell eine Öffnung der Landeskirchen für die Evangelikalen beobachten lässt. Ein zunehmender Einfluss also von Evangelikalen auch in Landeskirchen. Aber was heißt es denn jetzt für die Menschen, die hier in Erfurt wohnen? Die mussten jetzt ja schon den Papstbesuch über sich ergehen lassen. Viele waren damit nicht einverstanden. Nun wird dieser Kongress weniger Auswirkungen auf das Alltagsleben haben. Der findet einfach in den Messerhallen statt. Dennoch die Frage, wie sollte man sich denn zu so einem Kongress verhalten? Nun, das ist sicherlich ein Kongress, der hier Positionen stärken soll, die eindeutig homophob sind, die sich gegen eine Gleichstellung der Geschlechter richten, die ein sehr konservatives Wertemodell vertreten, bei denen übrigens auch Organisationen präsent sind, die Kontakte zu rechten Kreisen haben. Das ist jetzt nicht dominant, das wird sicherlich nicht dominant sein, aber die Hilfsaktion Märtyrerkirche, die da auch vertreten ist, die hat durchaus Kontakte zu der Wochenzeitung Junge Freiheit, eine bekanntermaßen ultrarechte Wochenzeitung. Und ich, also wenn ich in Erfurt leben würde, ich würde sicherlich da eine kritische Haltung zu einnehmen, zu solchen Positionen, die dann auf diesem Kongress ja vertreten werden. Wie man diese kritischen Positionen äußert, wenn man sie denn hat, das ist eine andere Frage. Aber es ist sicherlich nichts, was jetzt, sagen wir mal, den Charakter eines unpolitischen Ereignisses hätte, zu dem man keine Stellung nehmen braucht. Das sagt der Journalist Jörg Kronauer und er bietet auch zahlreiche Möglichkeiten, sich erstmal über Evangelikale und ihren Einfluss zu informieren, denn er arbeitet als freier Journalist relativ regelmäßig zum Thema, zum Beispiel in der Monatszeitung Konkret oder auch in der Jungle World. Herr Kronauer, erstmal vielen Dank für die Informationen und vielleicht kommen wir auch nach dem Kongress nochmal drauf zu sprechen. Ja, danke für das Gespräch.